sechste Meisterschaftsrunde steht eigentlich ganz im Zeichen eines Spiels, des 192. Davis Rapid gegen Austria und natürlich auch im Zeichen der Jagd nach dem Tabellenführer, der Jagd nach Casino Salzburg. 192. Derby, ja oder nein, in vielen Medien wurde auch 193. Derby geschrieben oder gesagt. Wir haben in unserem Archiv nachgeblättert, ganz genau, alles verfolgt. Ein Spiel musste nämlich gestrichen werden. Und zwar ein Spiel aus dem Jahr 1944 vom 15. Oktober, einen 3:1 Sieg Rapids musste man streichen. Er hat nicht für die Meisterschaft gegolten, das Spiel wurde also mehr oder minder annulliert. Deshalb 192. Derby. Diesmal Rapid leichter Favorit, die Rapidler auch in einer Bilanz voran, sie haben 90 Mal gewonnen, es hat 35 Unentschieden gegeben und 66 Mal war die Wiener Austria siegreich. Trainer Hermann Stessel, der Trainer des Meisters, konnte heute wieder auf Peter Stöger zurückgreifen. Er hat sich davon natürlich eine Verbesserung des Spiels im Mittelfeld versprochen und Rapid-Trainer Starek hat Joachim Kollerath eingesetzt zum ersten Mal in der Meisterschaft, nachdem der 19-jährige Stürmer eine Talentprobe im Cup abgelegt hatte. Und der Rapid-Anhang versucht, italienische Begeisterung nach Wien ins Hanapi-Stadion zu transferieren. 14.500 Besucher sind gekommen. Rapid an den hellen Hosen zu erkennen. Peter Stöger wieder dabei und macht sich gleich mit einem guten Schuss bemerkbar. Zwei Beobachter sind für ihn im Hanapi-Stadion, nämlich HSV-Trainer Möhlmann und der Assistenztrainer Herzog von Bayer Leverkusen, Dragan Stepanovic, der neue Trainer der Leverkusen in der neuen Saison, ist nicht gekommen, lässt sich vertreten. Hier ein Foul von Aigner gegen Fürth. Die erste gelbe Karte in diesem Spiel. Die beiden liefern einander überaus ruppige Duelle. Ja, und dann muss Kollerath verletzt ausscheiden, wird durch Pusa ersetzt. Pusa übernimmt jetzt die Bewachung von Peter Stöger. Zunächst hatte Medlitski gegen den Austria-Spielmacher gespielt. Bei der Austria fehlt der gesperrte Pfeffer, Flögel ist erkrankt, bei Rapid ist Petzl gesperrt, daher Schöttl als Libero. Rapid eigentlich mit einer sehr offensiven Aufstellung. Stöger, Binder, nach Bekovas und wieder Peter Stöger. Austria beginnt dieses Match überaus energisch. Sekerlioglu, diesen Doppelpass macht Schiedsrichter Kaupe nicht mit. Kübauer. Und Franz Wolfert. Seit Wochen stärkt er der Mannschaft den Rücken. Aigner. Brauneder. Fürtoft. Attacke von Czak gegen Rodax. Rodax jetzt als Sturmspitze und da protestiert Gerhard Rodax ganz energisch. Die beiden sind beinahe Nachbarn in Dreiskirchen. Ja, aber da hat Czak den Ball gespielt. Schiedsrichter Kaupe hat zu Recht nicht auf Elfmeter entschieden. Ivan Ausgas wird da von seinem Bewacher Hatz gelegt, aber in diesem Fall lässt Schiedsrichter Kaupe auch weiterspielen. Wir sehen das hier. Foul war es ganz sicher, aber Ivan Ausgas war nicht im Strafraum. Schiedsrichter Kaupe hat erst am Abend vor dem Spiel erfahren, dass er das Spiel leiten soll für den erkrankten Heinz Holzmann. Ogris. Sekeleoglu. Plötzlich ist Stöger völlig frei. 1:0 für die Austria in der 23. Minute. Jetzt werden die Diskussionen über die beiden strittigen Situationen mit einem Schlag beendet. Peter Stöger plötzlich völlig frei, hat sich von Pusa gelöst und mit dem linken Fuß trifft er zum 1:0 für die Austria. Noch einmal, der gute Pass von Sekeleoglu und Stöger mit dem linken Fuß 1:0 für die Austria.
Rapid kommt das Spiel nie so richtig in Fluss. Drosenik, Michael Konz. Dieser Treffer stärkt natürlich das Selbstvertrauen der Austrianer. Sekeleoglu. Zum Beispiel Steiger. Immer Steiger. Und Wohlfahrt bleibt Sieger in diesem Duell mit Jana Gefjordoft. In der Zeitlupe sehr schön zu sehen. Kübauer wird da von Kogler gestoppt. Gibt eine gelbe Karte für den Austrianer. Wir sehen hier die Situation noch einmal. Sicherlich gefährliches Spiel von Kogler. Rodax. Jovanovic ist einmal mitgekommen. Rodax. Kopfball von Schöttl. Ivan Ausgas, gegen Schöttl durchgesetzt und da ist Nabekovas völlig frei und das 2:0 für die Austria in der 44. Minute. Da gab es einige Schnitzer in der Abwehr von Rapid. Zunächst hat Schöttl den Ball aufspringen lassen. Und dann ist auch vielleicht Michael Konsel nicht energisch genug herausgekommen. Wir sehen es hier noch einmal. Schöttl lässt sich abdrängen. Ivan Ausgas. Und der Kopfball von Narbekovas. 2:0 für die Austria. Das ist der Pausenstand. Devise für die zweite Halbzeit. Wir müssen alles riskieren, wir spielen zu Hause, sind 2:0 hinten hoch, haben erste Halbzeit sehr schlecht gespielt, also wir haben jetzt nichts mehr zum Verlieren, volle Bulle. Aber noch nicht entschieden? Sicher nicht, noch. Der Trainer Gustl Starek hat auf Offensive gesetzt, das ist ins Auge gegangen bisher. Medlicki. Rapid muss jetzt versuchen, Druck zu machen, das Tempo zu steigern. Brauneder, gut gemacht. Und hat versucht, da Wohlfahrt zu überlisten. Aber die Stimmung bei Rapid nach diesem 0:2 Rückstand natürlich entsprechend gedämmt. Die Austria hingegen auf einer Welle der Euphorie. Ogris! Beschwert sich Michael Konsel über diese Attacke von Andreas Ogris. Paul Anfjörto. Eigner, wie immer, der Kontrahent. Und da gibt es jetzt die gelbe Karte für Jan Age Fjordoft. Hat zu früh geschossen. Zweiter Versuch mit Litzki. Keinerlei Mühe für Franz Wohlfahrt. Die Austria wirkt ballsicherer, kontrolliert das Spiel. Sekeleoglu, guter Pass auf Prosenik. Ogris in der Mitte völlig frei und 3:0 für die Austria in der 59. Minute. Eine Musterkombination der Austria und da jubelt Franz Wohlfahrt mit dem Torschützen mit. Da zeigt Peter Stöcher dem Rapid-Anhang, 3:0 für die Austria steht. Und wir sehen hier dieses dritte Tor gleich noch einmal. Ogris hat genügend Zeit, sich den Ball herzurichten und dann das 3:0 zu erzielen.
Die Austria, die bisher im Frühjahr noch nicht einmal wirklich gut gespielt hat, trumpft jetzt ganz groß auf. Nach Bekovas, Stöger und ein super Tor zum 4:0 für die Austria in der 60. Minute. Ein unglaubliches Volley-Tor von Peter Stöger, der ein super Comeback hier feiert. Das 4:0 krönt seine Leistung. Entsprechende Begeisterung beim Austria-Anhang. Ein Tor, wie man es wirklich nicht allzu oft geboten bekommt. Nabekovas. Und dann der Volley-Schuss von Peter Stöger, genau ins Kreuzeck. Da hat er den Beobachtern wirklich einiges geboten. Rodax. Ja, und jetzt geht's schon mit der Ferse bei der Austria. Noch einmal dieser Schuss von Gerhard Rodax. Pariert von Wohlfahrt. Kübauer gelingt heute wenig. Ogris. Jetzt von Hatz bewacht, hat seinen Bewacher hier ausgespielt. Schön aufgespielt für Iwanauskas und das 5:0 für die Austria. Auch dieser Treffer ein Prachttor. 5:0 für die Austria. Herausgespielt von Andreas Ogris. Hier der Haken. Und dann mit dem Außenrist ideal vorgelegt für Waldas Iwanauskas. 5:0 für die Austria. Ja, dann einiges Holz vor der Hütte im Strafraum von Rapid. Peter Stöger beteiligt sich an den Aufräumungsarbeiten. Rapids Anhänger machen ihre Enttäuschung Luft. 5:0 für den großen Rivalen. Mittlerweile ist Krieger bei Rapid ins Spiel gekommen und er trifft gleich die Innenseite der Latte, aber der Ball pendelt ins Feld zurück. Noch einmal guter Schuss von Krieger, aber kein Tor. Dann geht Peter Stöger bejubelt vom Platz. Er hat bei seinem Comeback wirklich eine großartige Leistung gezeigt, war maßgeblich an der klaren Führung der Austria beteiligt. Fürtoft, Wohlfahrt und dann Eigner. Das war, glaube ich, Handspiel. Noch einmal die Flanke von Steiger, Kopfball von Fürtoft. Fantastische Reaktion wieder von Wohlfahrt und der Kopfball von Krieger. Und da war die Hand von Eigner im Spiel. Hier hätte es Elfmeter für Rapid geben müssen. Noch einmal Krieger. Und dann pariert noch einmal Wohlfahrt gegen Fürtoft. Gemüter beruhigen sich wieder. Die Austria ist schon sehr nachlässig. Fürtoft noch einmal. Und dann ist Krieger da. Letzte Minute. 1:5. Zumindest ein Tor noch für Rapid. Wir sehen auch dieses Tor noch einmal. Aber die Austria triumphiert im Hanapi-Stadion mit 5:1. Ja, und der richtige Tipp für den Toto-Freund heißt natürlich hier Tipp 2. Es hat schon einmal einen 5:1-Sieg für die Austrianer gegeben, nämlich im Jahr 1991 und im Jahr 69 sogar ein 6:0. Da hat der Heli Kögelberger, glaube ich, 3 oder 4 Tore geschossen. Wir sind nun live mit dem Hanapi-Stadion verbunden. Mein Kollege Christian Neber ist dort mit vielen Protagonisten aus diesem Spiel. Was mich interessieren würde mit den Fans, Christian, wo liegen die Hintergründe für dieses Debakel der Rapidler?
Ja, die Hintergründe natürlich zum einen natürlich die starke Austria mit der Rückkehr des Peter Stöger ist auch wieder die spielerische Linie, das technische Können in die Mannschaft der Austria zurückgekehrt. Ich glaube, ein Comeback nach Maß. Ja, was will man sich mehr wünschen als Derby hier im Hanepi-Stadion zu gewinnen, 5:1 zu gewinnen und 2 Tore zu schießen. Schöner geht's nicht. Sie waren nicht nur die spielbestimmende Persönlichkeit, sondern Sie haben es gerade angesprochen, zweifacher Torschütze, eine schöner als das andere. Wir werden uns das gleich anschauen. Das 1:0 hat schon mehr oder weniger dem Spielverlauf entsprochen. Ihr habt von Beginn an sehr sicher gespielt. Ja, wir haben versucht, das Spiel zu beruhigen. Ich glaube, dass die ganze Mannschaft besser gespielt hat als in der letzten Zeit. Und da ist es für mich dann als Einsteiger wieder nach 4 Wochen natürlich auch relativ leicht gewesen. Wie ist das zu erklären? Zuletzt das 1:4 gegen Admira, wo ihr überhaupt am Schluss eingebrochen seid, konditionelle Probleme gehabt habt und heute so eine starke Leistung bis 5:1. Ja, es war nur 1:3 gegen Admira, aber ich glaube, heute haben wir, der Spielverlauf war für uns ganz einfach. Das zweite Tor kurz vor der Pause und dann haben wir zweite Halbzeit die Konterchancen ideal genützt. Und dann haben Sie das Tor des Monats möglicherweise geschossen. Ja, wer weiß. Das war ein schönes Tor, ich freue mich darüber. Ist Ihnen schon so ein schönes Tor gelungen einmal? Sicher das schönste Tor in meiner Karriere, aber es ist ein bisschen Glück auch dabei. Ein Tor eigentlich, möchte ich sagen, in Flügelmanier. Bei uns kann der Tommy Flügel diese Bälle ja recht gut nehmen und mir gelingen sie normalerweise nicht so gut. Im Training abgeschaut? Ja, man schaut sich von jedem Spieler das Beste ab. Andi Ogre ist auch von Ihnen heute eine glänzende Leistung und auch Sie als Torschütze wieder erfolgreich. Die Austria wieder mit alten Stärken, auch der Andi Ogre ist wieder mit alten Qualitäten. Ja gut, ich meine, es ist natürlich auch so, er hat das irrsinnig viel aus dem Mittelfeld gekommen, da ist es für den Stürmer dann irrsinnig leicht, vorne produktive Sachen zu machen. Es ist mir da gelungen, ich war super vorbereitet und kann mit meiner Leistung heute zufrieden sein. Wir sehen hier das 3:0 knapp nach der Pause, ich glaube, das war die Entscheidung. Ich glaube, die Entscheidung war das 2:0 vor der Pause, noch vor der Pause, das war die Entscheidung. Aber das 3:0 knapp nach der Pause war natürlich ein neues Tipferl an mir. Sehen hier den Pass zur Mitte und in Gerd Müller-Manier. Ja, wie 74 im WM-Finale. Und dann haben sie noch wunderschön das letzte Tor vorgelegt. Ja, da habe ich ihn Harz aussteigen lassen und dann habe ich ihn im Walders am zweiten Stange gesehen und habe ihn einfach umgeschubst und der hat dann gleich auch direkt aus der Luft ins Tor gebracht. Habt ihr heute auch ein bisschen für den Trainer gespielt? Ja, wir haben vorwiegend einmal für uns selber gespielt. Wir wollten uns rehabilitieren, unseren Fans gegenüber und das ist uns, glaube ich, ein Rückschritt gelungen. Noch einmal in Zeitlupe das 5. Tor. Ein Tor hat dann Rapid noch geschossen. Damit sind wir bei den Verlierern des heutigen Nachmittags. Gustl Starek schwer nach einem 1:5 gleich die Gründe für so eine empfindliche Niederlage zu finden. Aber offensichtlich war, dass es in der Verteidigung überhaupt nicht funktioniert hat. Schöttler als Libero, die Mandecker, Jovanovic und Harz, die haben sich sehr schwer getan. Ja, heute hatten sie sicherlich keinen guten Tag, aber sie haben sonst ausgezeichnet gespielt und ich muss sagen, dass sie heute gegen sehr gute Sturmspitzen agiert haben. Man kann nicht immer sagen, dass die Abwehrspieler schlecht sind. Man muss sagen ganz einfach, dass die gegnerischen Stürmer heute sehr stark waren. Das 2:0 vor der Pause war für mich das spielentscheidende Tor. Wir haben uns dann zweite Halbzeit vorgenommen, das Match eventuell noch umzudrehen, haben versucht, das 2:1 zu machen. Das ist uns nicht gelungen. Im Gegenzug eben Andi Ogris hat das 3:0 gemacht und dann war das Spiel gelaufen. Für uns ist heute überhaupt nichts hineingegangen und Austria Wien hat hervorragend gespielt und haben, glaube ich, etwas zu hoch gewonnen. Und wir schauen jetzt zurück ins Studio und schauen, wie es dem Tabellenführer heute gegangen ist. Ja gut, danke Christian. Ihr wartet bitte noch ein bisschen, bis wir auch den Tabellenstand im Meister-Playoff spielen. Vielleicht können wir einen Ausblick auch auf die nächste Runde machen.